denn noch? Wie heißt du auf Insta? Oh Gott. Es schmeckt richtig lecker. Würde ich immer wieder bestellen. Keiner isst das zu Hause und du isst das im Restaurant. Ja, zu Hause isst das auch gerne. Ich bin richtig Mamas Liebling. So. Ah, schicke. Ich sehe so krank aus, aber. Schicke. Ich bin fit und vital. Also, Kiki, wie viel haben wir? 21:28. Und was haben wir heute? Mittwoch. Und wir fliegen übermorgen und wir haben keine Koffer gepackt. Wir packen die Koffer 3 Stunden vorm Flug. Ich wette mit dir, 3 Stunden vorm Flug. Wie denn? Wir fliegen doch morgens früh. Also ja, 5 Stunden vorm Flug. Also, ohne Schlaf. Ist also immer so bei uns. Vorher. Ja. Ist immer so bei uns. Wir haben nicht gepackt. Und ich habe auch gar keinen Bock, jetzt zu packen. Also eigentlich müsste ich jetzt packen. Ich hätte sogar Zeit, aber ich habe keinen Bock. Ich habe auch keinen Bock. Übermorgen unter Druck besser. Ja. So, und ich trainiere jetzt wieder eine Runde. So ein bisschen hier. Muscle-Phase. So, wie ich gestern schon gesagt habe, haben wir gestern einen Flug gebucht. Wir fliegen Richtung Kreta. Was war das nochmal, Kiki, dieses? Guten Morgen. Thessaloniki. Nein. Yassas. Yassas oder genau. Kalimera. Kalimera, genau. Wir waren schon letztes Jahr in Santorini, diesmal fliegen wir nach Kreta. Wetter ist optimal, 30 Grad, ist nicht zu warm, ist nicht zu kalt. Ja, wir wollten einfach irgendwie weg und am besten auch nicht lange fliegen. 3 Stunden fliegen wir dahin. Das geht eigentlich klar, sind eine Woche dann weg und genießen ein bisschen dann die Ruhe vor dem Sturm, weil im Winter oder im Herbst geht es halt ab. Ist halt ganz normal bei uns. Es gibt viel mehr Rezepte, es gibt viel mehr zu tun dann. Und ja. Was hast du da zu deiner Ich habe einfach einen richtig krassen Bad Hair Day heute. Das nimmst du nicht mit rein. Das nimmst du nicht rein. Das ist so peinlich. Also bitte, ich habe voll den Bad Hair. Ach so, ich war heute das erste Mal beim Hydrafacial. Konnte man mir nicht irgendwie sagen, dass das Gesicht danach noch schlimmer aussieht als vorher? Ich habe dir vertraut und du hast mich verraten. Das ist... Man sieht ja noch mehr so Unreinheiten als vorher. Du bist wunderschön. Haben Sie, du bist so auch nah mit dran. Pickel. Bitte. Auch mit Pickel bist du wunderschön. Ja, ist doch gut. Ist doch gut. Ja, ich will nur zeigen, wie schön und schön du bist. Ja. Wunderschön. Heute gab es Streusetaler. Ich liebe Streusetaler, Leute. Das ist richtig lecker. Jetzt kühlen die gerade ein bisschen ab, also beziehungsweise damit die Creme ein bisschen fester wird. Und dann nehmen wir den mit. Leute, nur so zur Info. Kiki ist ein riesen Sharon David-Fan. Deswegen hat sie ihre Dose gekauft. Bist du ein Fan von ihr? Was ist das zu lachen? Ja, Bubblegum, ne? Candy Shop. Aber ich finde das gar nicht so schlecht, weil ich so Du hast die Dose gekauft, gib's zu. Hamza war's. Ich schwöre, bei allen Haselnusscreme, die wir haben, ich habe die nicht gekauft. Okay, das ist echt krass. Ja, siehst du? Also, ich finde das gar nicht so schlecht, wirklich. Also, ist nicht so süß. Ich hätte das süßer eingeschätzt. Ist in Ordnung. Ja, finde ich auch. Kann man sich geben. Ich weiß nicht, wie teuer es ist, aber... Kiki? Ach so, Panalook hier, ne? Ich habe einfach dein T-Shirt angezogen. Ich habe einfach keinen Bock auf gar nichts heute. Ist nicht schlimm. Heute bist du entschuldigt. Heute hast du gute Arbeit geleistet. Komm, jetzt geht's ab. Nee, ich habe erstmal... Wo sind wir wohl? Mal wieder bei Traumkuchen. Moin! So, ich sag nur eins, wenn die Kamera runterfällt, ich habe es dir gesagt. Wenn du dieses Video schneidest, ich habe es dir gesagt. Und ich sag dir ganz ehrlich, wenn du jetzt weiter da anfasst, dann fällt die Kamera runter. Deswegen habe ich dir gesagt. Was ist los hier? Es gibt wieder eine ASOS-Bestellung. Hamza hat wieder 1-2 Teilchen für mich mitbestellt. Hoffentlich diesmal in der richtigen Größe. Und im Hintergrund, ihr steht direkt vorm Fußball. Hamza hat gar keine Augen vor euch. Hinter euch ist Fußball. Willkommen in meinem Leben. Dortmund gegen Bayern, Supercup. Also. Dortmund gegen Bayern. Bist du, ne? Mein Oberteil habe ich gebügelt, aber keine Chance. Das sieht komplett ungebügelt aus. Boah, wie schrecklich das aus. Du machst jetzt Selbstgespräche. Hör auf. Lass mal die Kamera in Ruhe. Ich rede mit der Community. Die Community interessiert sich nicht für dich. Die interessiert sich für mich. So, ein bisschen Bauch zeigen. Was hast du da jetzt? Hamza, bitte, mit den Händen. Müsst ihr Respekt vor den Verpacken. Sie haben doch gar keine Mühe gegeben, keine Liebe. Ein Haar von einem Verpacker. Wenn das bei uns so sehen würde, immer. Keine Liebe, guck mal. Kein schwarzes Papier mit Etiketten. Ja, bei uns im Shop bekommt ihr es wie ein Geschenk verpackt. Das muss ich
nochmal zusammen. So, Tommy Hilfiger, T-Shirt für mich. Pack du aus, was du für dich bestellt hast. Oversize T-Shirt? Ah, das ist für mich. Hast du eine Nike-Hose bestellt? Nein. Boah, das ist ein bisschen zu groß. Emma, ist das für dich? Ja, ich wollte so eine coole so Oversize. Das ist mir auch bestimmt. Das ist echt zu groß. Probier's direkt mal an. Dir? Mir natürlich nicht. Ich schwöre, ich muss es bestellen. Was? Guck mal, was ich mir bestellt habe. Warte, ich zeig das mal nur Kiki. Ich will ihr Lachen sehen. Nein, das war eine Fake-Lache. Das war eine richtige Lache. Aufzug-Lache. Türlache. Nee. Cool, ne? Das passt zu meiner Musik, die ich mache. Nee, das zeige ich euch nicht. Das sieht gar nicht gut aus. Das ist viel zu groß. Guck mal, komm mal, bitte. Jetzt. Das ist viel zu groß. Oh mein Gott, nee. Du musst jetzt eigentlich so... Ich wollte das so haben, in Wahrheit. Eigentlich brauchst du so ein Peace-Zeichen und dann machst du so... Und da musst du doch nebenbei so ein bisschen Rauchiges haben. Also Leute, nur zur Info, ich habe diesmal nicht für Kiki bestellt, Kiki hat selber bestellt. Das hast du bestellt, oder? Nope, ist deins. Sicher? Ja. Hast du die falsche Bestellung bekommen? Weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall was für dich. Ja. Kiki zeigt das bloß nicht, das sieht auch Kakao aus. Ich würde es behalten. Achso, das sieht voll gut aus. Mit einer Jeans. Ja klar, geh weg. Okay. Ja, du hast die Chance, okay. Das zieh ich gleich an, Schatziasi, hast du die Latschen bestellt? Du mir? Ich mir? Ich hab das nicht bestellt. Ich hab bestellt. Du für mich? Nee. Halt. Oh, das wird dir gefallen. Das wird sicherlich Kiki gefallen. Also jetzt ohne das Weiß natürlich, ne? So. Willst du die? Ne? Nicht so. Weißt du, wie die aussehen? Wie viele Omis? Das sieht aus wie von Big Mama, ey. Tut mir leid. Boah, sieht richtig kacke aus, ne? Ja. Okay. Sag mal. Schön. Boah, hinten war ein bisschen too much, aber es ist schön. Ich find's cool. Mhm. Ich bin fertig. Ich chill hinten auf der Couch, ne? Also Leute, ich erspare euch das jetzt hier. Eigentlich kann ich jetzt jedes Teil anziehen und Bayern Tor gemacht. 1-0 Bayer Lewandowski. Jetzt ist meine Stimmung eh bei 0. Ich erspare euch das jetzt, alles anzuziehen. Wie immer ein Fail. Bis später. So eine Scheiße. So, jetzt nach dem Training ein bisschen Eiweiß, ne? Vanilleextrakt mit Quark und Schokodrops drin. Das Coole ist auch einfach, mit Vanilleextrakt schmeckt einfach alles besser, auch der normale Quark. Ja, Kiki verwöhnt mich wieder hier, ne? Mit Kuchen. Lecker, lecker. Lecker schmecker. Oh, bis gleich hätte ich gesagt, oh mein Gott. Du Nervensäge. Auf jeden Fall gibt es jetzt Kuchen. Wir fliegen morgen in Urlaub und den Kuchen, der angeschnittene Kuchen, der wo schon ein Stück fehlt, ne? So, der angeschnittene Kuchen, den nehmen wir jetzt mit, die Lara Geburtstag hat. Wann hat sie Geburtstag? Samstag, ne? Ja. Samstag wird die Sweet, was war das nochmal? 18. Okay, das ist nicht Sweet, okay, 18. Ja, wir bringen ihr so einen Kuchen mit, 2 Tage vorher leider. Aber da wenigstens haben wir die Lara ein AMG geschenkt. Nein, Spaß, Leute, natürlich haben wir kein Auto geschenkt. Kurz Pflichtbesuch machen, ja, vor dem Urlaub. Ich habe sogar noch eine richtige Torte für heute Abend. Die müssen wir auch noch irgendwie loswerden. Wo denn? Ich back doch was vor. Ja, die können wir dann morgen mitbringen, weil morgen fährt uns mein kleiner Bruder zum Flughafen. Kann die Torte mitnehmen. Dann darf er auch das Auto behalten, der freut sich schon drüber. Aber ich muss sagen, Leute, der Kuchen schmeckt heftig. Heavy, heftig. Einer der leckersten überhaupt. Also nicht heavy, schwer, sondern heftig, lecker. Lecker, richtig. Happy Hippo. Mit der leckeren. Was war da drin, Kiki? Was war da drin? Schokocream. Fokus? Schokocream. Wir haben bis jetzt immer noch keine Koffer gepackt. Bis jetzt immer noch keine Koffer gepackt. Null. Jedes Mal will ich 5 Tage vorher packen, 3 Tage schaffen vorher. Schaffen wir nicht. Wir fliegen morgen auf jeden Fall um 10 Uhr, 11 Uhr los. Also das heißt, wir müssen dann quasi spätestens um 8 Uhr am Flughafen sein. Das heißt für uns, wir müssen eigentlich heute Nacht packen, weil morgen früh schaffen wir es ja nicht. Sonst müssen wir ja wirklich sehr, sehr früh aufwachen. Und das ist jetzt voll mies, weil wir müssen jetzt einmal zu Kikis Eltern, dann müssen wir ins Lager. Dann sind wir jetzt frei, wobei Kiki noch heute Abend noch einen Kuchen backen muss, weil sie das Rezept abgeben muss. Ist ein bisschen doof. Ich habe ja gestern schon vorgebacken. Ist ein bisschen doof. Ja, Kiki hat vorgebacken, aber trotzdem ist halt so. Man muss auch mal ne, die Zeiten einhalten. Ne? Ein bisschen kritisch gewesen jetzt alles, aber ja, ne? Also wenigstens haben wir einen Urlaub. So, und jetzt einmal kurz einen Abstecher machen im Lager. Mit der neuen Lara. Mit der neuen Ware hier. Ganz frisch ankommen, Lokum.
So, und das kam auch ganz neu an, dass man das Etikett an. Schaut euch mal das Etikett an. Richtig edel. 100%iger Granatapfelsirup. Heftig. Endlich da.